So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Aktuell ist das Part Nummer 26. Ist jetzt schon wieder ein paar Monde her sozusagen, dass ich angefangen habe, dieses Spiel, dieses grandiose Spiel zu spielen. Ich will jetzt nur noch mal ganz kurz was gucken, wie es mit meinen Dingsbums ist. Mit meinen Minen. 96 von 450 Geheimnissen gefunden. Skelettbildung, so, etc., etc., etc. Das ist soweit ganz gut. Auslastung 20, 10, 15, 20, 15. Okay, ich habe alles gemacht, was ich brauche. Super. Ich habe auch eine Menge Kohle gesammelt. Ich würde sagen, ich mache mich mal ab ins Schloss. Schatten der Macht bewegen. Gruft. Hey, ihr habt derzeit 15.000. Wollt ihr welches mitnehmen? Ja, ich nehme mal was mit. Ihr habt so viel Silber, wie ihr tragen könnt. Und jetzt wandle ich das um. Hier habt ihr die 12.123.000. Oh, das ist eine Menge. Ja, wir haben. Ich habe massiv Kohle. Ohne Probleme. So, ich will mich erstmal ein bisschen umschauen und gucken, was ich so brauche. Finde einen Anhaltspunkt zum Abraxas Aufenthaltsort. Finde heraus, wer der Auftraggeber von Saeste ist. Suche die Höhle im Magiegebirge nördlich von dem. Suche ein altes Armband. Suche in Iranis nach dem versteckten Gegenstand. Nein! Falscher Knopf gedrückt. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was wir denn machen könnten. Fledermausmantel. Will nämlich noch ein bisschen in den Eiskontinent gehen. Verwandlung beenden. Wer seid ihr? Dein schlimmster Albtraum. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten habe ich ein Problem. Matrose. Wir können hier die Schiffe betreten. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nämlich, ob wir stark genug sind dafür. So, der Wallner hat jetzt ganz viele Zauber eingesetzt. Das bedeutet, der... Yo. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu overpowered. Ich habe zu viel gefarmt. Und aus diesem Albtraum wirst du nie wieder erwachen. Ich brauche mal einen Taschenrechner. Was haben wir hier? Blinde Passagiere. Ja, die greifen uns alle sofort an. Das ist aber an sich kein Problem. Die haben nämlich gut Dingsbums. Die haben nämlich ganz gut, wie heißt's, Sachen. Blut und so ein Kram. Kann der Wallner sich ein bisschen voll nuckeln. Matrosen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wallner, du bist ein Vampir. Ihr elende Monster, jetzt werdet ihr sterben. Sind alle Matrosen so naiv? Wahrscheinlich. Jeder Matrose, jedes Schiff kannst du nur einmal betreten. Sobald wir das Schiff mit unserem Fledermausmantel verlassen, gibt es Probleme. Dein Übermut ist nun dein Tod. Weil wir das dann direkt versenken, können wir natürlich hier in die Kabine gehen. Da ist der Captain drin. Das ist ein stärkerer Gegner. Aber natürlich können wir hier natürlich auch noch viele Geheimnisse lüften und entdecken und allem drum und dran. So, Gegenstände. Was habe ich denn hier? Kleiner Seelenstein, großer, normaler Seelenstein. Okay. Ich würde gerne einen Golem beschwören. Obwohl, Skelett mag ja auch nicht schlecht ist. Kreatur des Todes. Ihr habt euch aus euren Gräbern. Ei, ihr Lümmel, werdet jetzt gleich über Bord gehen. Genau mein Humor. Versuch's doch. Oh, herrlich schön. Kapitän erscheint. Weil, den saugst du mal aus. Oscar, hauen einfach drauf. Was das Skelettmagier macht, kann ich nicht entscheiden. Der macht das Auto, der macht irgendwie Automove. Scheiße.
Ich muss wieder normale Seelen sammeln, beziehungsweise Seelensteine. Geht. Normale Seele, Skelett erreicht Level 3. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. So, was haben wir hier? Ein Speicherstein erhalten. Wie gesagt, die Speichersteine selbst brauche ich ja nicht. Dank dem lieben Iban. Habe ich ja den Speicherkristall aus irgendeinem Grund 2. Einen Magierring gefunden. Okay. Ja, die haben natürlich auch hier so rote Truhen, die du nur mit einem gewissen Mentalwert sehen kannst. Mentalwert hat der Wallner 131. Das bedeutet, man braucht ungefähr einen Mentalwert von 200, um alles öffnen zu können. Von daher hält sich das eigentlich gut in Grenzen. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas mit der Kamera machen kann. Ja komm, lassen wir das mal so. So, das Skelett hat sich jetzt verabschiedet. Der Wallner. Blutkonzentration. Nee, in der Nacht geworden. So fliegen auserkoren, möge meine Macht mich lenken. Und jetzt macht er. Lass uns das Schiff versenken. Gut, das Schiff ist schon mal hinüber. Hier würde es von der Story her weitergehen. Ich will aber trotzdem nochmal einfach die anderen Kontinente ein bisschen abgrasen. Und dementsprechend würde ich auch ganz gerne mir meine Vorräte nochmal füllen. An Seelen. Kleiner Seelenstein. Ja, normale Seele brauche ich eigentlich eine Menge. Ich weiß auch, wo es die gut gibt. Aber da ich so viel Kohle habe, gucke ich mir erstmal die Händler an und gucke mal, ob die irgendwelche neue Sachen haben. So. Reden, umwandeln. Hallo, schauen Sie sich ruhig um. Ich habe viele gute Waffen. Okay, ich bin schon voll ausgerüstet für meinen... Kristallschwert ist natürlich meh. So, ich habe viele gute Waffen. Verkaufen. Wird natürlich die überschüssige Rüstung... Oh, verzauberter Gürtel. 30 Int, ist eigentlich sehr geil. Oh, ich habe schon einen Sonnenschutzmantel. Das ist sehr gut. Den kann ich nicht verkaufen. Haha, aber es ist okay. Blauer Stein behalte ich mal. Die sind nämlich gar nicht mal so unwertvoll. Ich glaube, bei der Rüstung bin ich jetzt auch ganz gut. Daher, dass ich so viel Kohle hatte vom letzten Speichern. Ja, niedrigsten Preisen. Zeig mal, was du verkaufst. Nein. Alles klar. Okay. Hier gibt es keinen Gemischtwarenhändler. Hier gibt es nur diesen Menschenhändler sozusagen. Oder den Menschenverräter, wie der Asker sie aktuell nennt. Die haben auch später noch einen anderen Namen. Nö, ich bin komplett voll. Also gut, da muss ich mir keine Gedanken machen. Da hat der Vergangenheitsgraf schon wieder gut mitgedacht. Ja, Planung halt, ne? Fähigkeit, Fledermausmantel. Ich werde den Blutring mal aussetzen, den Sonnenschutzmantel anziehen. Dann kann ich nämlich tagsüber hier durch die Wüste rumreisen. Und hoffe, dass ich... Oh, ein Geist? Nein! Ich will dahin! Geister sind immer toll. Ein Geist! Ah, endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Hm, na schön. Geil. So, was haben wir denn hier? Dauer der Skelettmagierbeschwörung gestiegen. Ja, cool. Ich glaube, jeder Geist steigert deine Skelettmagierbeschwörung auf 10. Gucke ich jetzt nicht nach, das ist gar nicht, egal. Normale Seele habe ich 4. Starke Seele habe ich 1. Die starken Seelen hebe ich mir einfach auf, weil die einfach am wertvollsten sind.
Wüstendämon. Oha. Schaffe ich den überhaupt schon? Ja, 65 Damage, das hört sich akzeptabel an. Genau, das ist an sich nicht, ich glaube, die sind gar nicht so schlimm. Der Askar hat ja die Eigenschaft Eis. Ich glaube, der hat hier echt Probleme. Wegen Damage und so ein Kram. Dem sein Säbel macht bei denen, glaube ich, keinen Schaden. Ja, Speicherstein. So, roter Stein. Oh, geil. Okay. Wüstenechse. Kann ich die aussaugen? Echsen sind normalerweise Kaltblüter, soweit ich weiß. Oder sollten zumindest nicht viel haben. Nee, Kaltblüter waren das gar nicht. Doch, Echsen sind Reptilien. Reptilien sind Kaltblüter, meine ich. So, oh, 500 XP. Wie viel brauche ich dann noch? 550.387 brauche ich. Und wie viel habe ich? 145.434. Ja, knapp 5.000. 10 Stück von denen. Dann habe ich wieder ein Level up. Das ist schon mal ganz nice. Wüstenechse und Wüstenriese. Wäre vielleicht eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich glaube, die müssen alle mal wieder ein bisschen Blut nuckeln. Na, die allein kriegt ein bisschen HP-Schaden. Ist aber an sich nicht so schlimm. Erstmal meinen Kragen richten. Alter Schwede, bist du einmal kurz unterwegs und draußen und dann sowas? Ich muss mal gucken, wie viel Blut die eigentlich alle haben können. 440. Ich mache mir das immer ganz gerne hier in so einem Rechner rein. Mir ist auch ein Titel eingefallen, muss ich jetzt gleich gerade benutzen. So, oh, knapp 400. Das bedeutet, die müssten eigentlich alle mal richtig anfangen. Oh, dieses Kabelgelepp. Überall. Ein gutes Bluetooth-Mikrofon nicht so teuer wären. So, da ich jetzt hier erstmal nicht Dingsbums muss. Wie heißt's? Irgendwelche Zauber benutzen muss. Hier ist die nächste Stadt. Lombar. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, die Stadt generell ist so ein bisschen frauenfeindlich hier. Ah, wen haben wir denn da? Da bist du ja wieder. Was? Ihr schon wieder? Lasst mich in Ruhe, wenn du uns sagst. Grummel, grummel, zukünftig nur noch Schatten und große Mauern. Der sagt uns jetzt immer, wo der hingeht. Wir müssen den ein bisschen auflauern. Große Schatten und Mauern. Werdet ihr sehen, warum ich meine, die sind so ein bisschen. Ja, nicht ganz so. Kann ich euch irgendwie helfen? Ziemlich heiß hier, was? Das ist in der Wüste so üblich. Ihr wollt doch nicht etwa über das Wetter reden. Eigentlich nicht. Ach, entschuldige, ich werde jetzt wieder weitermachen. Womit denn? Ich muss mich um meinen Jack kümmern. Alles klar. Das ist das Jack. Aber es macht keinen Dingsbums. Nee, die Leute hier sind alle so ein bisschen. Hab doch mal deine Frau im Zaum. Und warum hat die so viel an und so ein Kram? Ein bisschen sexistisch. Hi, sind ja nicht gerade viele Gäste hin. Nun ja, im Moment ist niemand so sehr an alkoholischen Getränken interessiert. Keine Ahnung, wieso. Ich könnte jedenfalls gleich noch ein Bier trinken. Na dann, viel Spaß. Reden. Hallo, darf ich euch was zu trinken anbieten? Nein, danke. Im Moment sind wir nicht durstig. Zumindest nicht auf das Gebräu, das du uns anbietest. Ich weiß nicht. Askar ist so ein Typ, den mag man eigentlich gar nicht. Also, den mag man schon. Aber den will man echt nicht als Hauptprotagonisten haben. Für mich zumindest.
So, warte mal, haben wir mit dem schon gequatscht? Ja, ne? Willkommen in Lombard. Ihr seht aus, als könntet ihr gut einen Mantel gegen die Sonne gebrauchen, denn die Wüste ist erbarmungslos. 300 Stück. Nee, ich habe schon einen, danke. Wir würden jetzt hier ein bisschen, wenn wir das Ding nicht anhaben würden, ich zeige euch das mal. Braucht nur einer. Dann würden wir außerhalb der Wüste ein bisschen... Nee, es ist noch Nacht, okay. Es ist noch Nacht. Dann hat sich das gegessen, weil am Tag, tagsüber, wenn wir keinen Sonnenschutzmantel tragen würden, ich weiß nicht, ob man den tragen muss oder ob man den nur dabei haben muss, dann kann es nämlich passieren, dass der Bildschirm so einen leicht roten Effekt hat. Das ist wie bei Pokémon, wenn dein Pokémon vergiftet ist. Dann verlierst du halt HP. 257 von 392. Weißt du was? Die Elaine könnte die Leute eigentlich mal heilen. So. Wird jetzt langsam hell hier. So, Elaine, fang mal an zu nuckeln. Mach dich mal voll. Das hört sich so falsch an, wie es ist. So. Angriff, super. Ich gucke hier selbst auf OBS, weil es einfach von der Grafik her passt. Warum verliere ich jetzt kein... Normalerweise, wenn du genug Dingsbums hast... normalerweise, wenn die Sonnenstrahlen sehr stark sind, vielleicht ist es noch nicht richtig Tag, verlierst du tagsüber HP. So, die Lane müsste jetzt eigentlich voll sein, nämlich nicht alles. Wenn ich mich recht entsinne. Der Linke muss jetzt tot sein und der Walner, der Aska fängt an, beim Rechten Blut zu trinken. Das ist ganz gut. Kann man auch sagen, dass es ein Zyklop ist. Der hat ja sowieso nur ein Auge. Jetzt habe ich vergessen, die XP aufzuschreiben. Ist egal. 321. Gut, solange ich keine HP verliere, dann lasse ich das mal. Gucken wir einfach mal Lomba an. Was haben wir denn hier? Ein Haus mit zwei Erwachsenen. Gut, gibt es bestimmt was zu entdecken. Müssen wir die ganzen Vorräte machen. Das macht man natürlich in Rollenspielen automatisch. Erstmal ganze Schränke durchwühlen, alles mitnehmen. selbst ist es... Ich sehe kein gutes Buch in diesem Regal. Ja, dann lass es bleiben. Hey, ihr seid Fremde, stimmt's richtig? Das habe ich gleich an eurer Hautfarbe erkannt. Wer so blass ist, kann nicht aus der Wüste stammen. Okay. Die Männer sind in diesem Buch nach die Geldverdiener einer Familie. Die Frauen haben nichts zu sagen und sind nur für die Küche und das Bett zuständig. Barbarisch. Ich glaube, die leben hier alle so ein bisschen nach diesen Prinzipien. Und da hat die Elaine völlig recht. Tut mir leid, aber ich muss kochen, sonst gibt es wieder Ärger mit meinem Mann. Sind hier alle Frauen so unterwürfig? Unterwürfig? Ja, aus Liebe zu meinem Mann. Ja. Ja, unterwürfig muss nicht sein. In der Beziehung kommt es immer aufs Geben und Nehmen an. Obwohl das ja schon auch eher andersrum ist. Dass ich durchaus gehört habe, dass die Frauen eher diejenigen sind, die ganz gerne immer nehmen, nehmen und verlangen. Und dann sagen, ja, dafür darfst du mit mir zusammen sein. Hatte ich auch schon ein paar. Und da habe ich mir so gedacht, ernsthaft? What? Ja, und dann nicht so, ja, sondern stehen lassen. Muss ein gesundes Gleichgewicht sein, weil wenn man ein Pärchen ist, so ist meine Dingsbums, meine Auffassung, ist man eins, dann ist man ein Ganzes.
Mann und Frau, zwei Hälften, schließen nicht zum Paar zusammen. Oder auch, was weiß ich, gleichgeschlechtlich, dreigeschlechtlich, was weiß ich, was es da nicht alles für, was es so alles gibt. Ich sag, meine Tante selbst mit einer Dame verheiratet, offiziell liiert, ergänzen sich super. Wie gesagt, als Pärchen ist man halt eins und man muss mal halt fungieren, ne? Wenn jetzt meine rechte Hand weg wäre, dann wäre ich auch nur... Ich bin zwar Linkshänder, das ist ganz gut, aber kann ich halt auch nicht zocken, weißt du, was ich meine? Willkommen in Lombard. Danke, sagen Sie uns. Gibt es hier irgendwas ungewöhnlich? Naja, eine Kleinigkeit gibt es schon. In der Wüste gibt es einen ziemlich großen Sandwurm, der öfters mal die Stadt angreift. Bisher gab es keinen Tod, aber es wäre schön, wenn es diesen Sandwurm nicht mehr geben würde. Alles klar, machen wir. Viel Glück. Leider weiß niemand genau, wo er sich aufhält, aber vielleicht stoßt ihr auf ihn. Gut, das bedeutet, hier haben wir die Quest getriggert. Jetzt können wir von einem Dingsbums angreifen. Was hatten die für ein Catsuit an? Tut mir leid, aber ich muss kochen, sonst gibt es wieder Ärger mit meinem Mann. Frauen haben hier nichts zu sagen, was? Nein, eigentlich nicht, aber das stört mich nicht. Ich lebe für meinen Mann. Das meinte ich, das ist ein... weiß nicht. Ihr seht aus, als könntet ihr mir vielleicht helfen. Wobei denn? Ich bräuchte für ein ganz spezielles Mittagessen ein paar seltene Kräuter. Ohne die kann meine Frau diese leckere Spezialmahl nicht machen. Die Kräuter gibt es nur ganz selten in der Wüste. Alles klar, kriegen wir hin. Ich weiß leider nicht genau, wo man die Kräuter findet. Ihr werdet schon Glück haben. Mal schauen. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt in der Wüste so ein bisschen umgucken. So, wen haben wir denn? Ach, hat der zwei Damen oder ist das die Tochter? Ich glaube, das ist die Tochter von dem. Kein gutes Buch dabei. Natürlich erstmal alles abgrasen. Juckpulver gefunden. Erstmal ins Bett gelegt. Hallo, Kleines. Du bist so alleine. Und was macht ihr denn hier unten? Was machst du denn hier? Ich wohne hier und ich will dich besuchen. Hä? Wieso denn das? Einfach nur so. Muss es denn einen Grund geben? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ah, immer dieses, hä, warum das? Ja, warum nicht? Willst du alleine sein oder was? Hast du Angst vor... Oh, Goldrüstung. Hoffentlich bist du nicht sauer. Wenn nicht, hau ich dir auf die Omme. Kann sich ja hier... Hier steht ein Tagebuch im Regal. Heute habe ich meiner Frau schon wieder Schläge geben müssen. Ihre Arbeit in der Küche lässt einfach immer weiter nach. Sie kann einfach nicht gut genug würzen. Mein edler Gaumen verlangt nach dem besten Essen der Welt, doch meine Frau ist einfach nicht gut genug im Kochen. Außerdem bin ich schon wieder wütend, dass ich diesen sehr seltenen Wüstengewürz immer noch nicht schmecken konnte. Ich drehe noch durch. Die arme Frau, welcher Mann hat das Recht, eine Frau zu schlagen? Das stimmt. Wenn man das machen muss, generell wenn man Schwächere klatschen muss oder generell sich über andere erhaben muss, weil man irgendwas besser kann... Oder was weiß ich, dann hat man echt ganz große Identifikationsprobleme. Gilt auch, wenn man permanent über irgendwelche Leute ablästern muss, wenn man sonst nichts Interessantes zu erzählen hat. Hallo, hallo, kann es sein, dass es hier kaum Frauen gibt? Doch, doch, aber die dürfen nicht in der Stadt rumlaufen. Die stehen meist zu Hause am Herd und kochen. Oder sie putzen oder liegen nackt im Bett, je nachdem, was der Mann gerade am nötigsten hat. Was der Mann gerade am nötigsten hat? Was ist denn das für eine barbarische Stadt? Hey, Weib, habe ich dir erlaubt zu reden? Also gleich platzt mir der Kragen. Wir sollten diese ganze Stadt ausrotten. Psst, allein, ganz ruhig. Komm, geh mir schon. Mir scheint, euer Weib muss mal wieder gezüchtigt werden. Oh, Elaine, ich liebe dich. Sie ist so geil. Aber verständlich, auf jeden Fall. Willkommen in Lomme. Ach so, ja, kenne schon. Wir sind das wirklich extrem in der Wüste. Okay. Ah, hier gibt es einen Händler. Ich glaube, die haben neue Rüstung, weil die immer so ein bisschen vorweg sind. Meine ich. Nee. Ich glaube, irgendeine Stadt verkauft das Zeug früher als die anderen. Ja, nee, gut. Warte mal. Ich glaube, mit Level 40 gibt es das erste wieder. So, wir müssen Wüstenkräuter sammeln. So, das hält sich aber noch in Grenzen. Ich glaube, der Asuka und die Elaine sind voll genuckelt. Deswegen lasse ich den Walner mal ein bisschen trinken. Aber ja, ich gebe der Elaine recht. Normalerweise müsste man das ganze Stadt ausrotten und vernichten. Wunderbar. Ja, Asuka könnte noch ein bisschen...
So, um die Wüstenkräuter zu halten, ist es eigentlich relativ einfach. Du gehst überall da, wo grün ist, und drückst halt den bestätigen Knopf. Auf der Tastatur ist das aus irgendeinem Grund die Eingabetaste oder doch Eingabetaste und Entferntaste, glaube ich. Ich benutze hier gerade den Controller, und mit dem Programm Joy2Key habe ich mir einfach die Tastenbelegung so umgestellt, dass ich mit dem Controller locker das Dingsbums steuern kann. Klappt mit allem anderen auch. Damit kann man auch Online-Spiele mit dem Controller spielen, die keine Controller-Unterstützung erfordern. Ist aber ein bisschen tricky, weil du dementsprechend... Ah, ich glaube, gibt es die hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Blutsaugen, mach du das auch mal, und Yelaine haut drauf. Ja, ja, Yelaine, die kleine Flamme mit den roten Haaren. Schon ganz goldig, aber eine sehr traurige Geschichte. Dann kennt man so ein bisschen am Ende des Spiels, was mit Yelaine auf sich hat und warum die in diesem Irrenhaus gewesen ist. Und allem drum und dran. Das klärt sich alles noch. Normale Seele erhalten. Gibt's hier? Da, ich glaube, das sind die Kräuter. So, Wallner könnte eigentlich trinken, obwohl ich glaube, der Wallner ist auch mittlerweile voll mit Blut. Weil der Wallner nur ein Vampir der dritten Generation ist, sind seine Blutwerte zumindest. Also seine Blutbasiswerte die geringsten. Genau, die sind nämlich voll. Das bedeutet, Asgard kriegt jetzt von mir nicht so viel Pushmittel, weil du halt nur mal den Wallner spielst. Yelaine und Asgard sind halt eher Supporter, die dich so ein bisschen unterstützen. Ich schätze mal, das sind die Kräuter, die wir besorgen sollen. Ein Kraut erhalten. Super. Ich kann den durchaus noch ein bisschen rumeiern. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Dingsbums. Ja, eine sehr traurige Geschichte. Ein Glück, dass Asgard sie zum Vampir gemacht hat. Aber sie kann sich ja immer noch nicht wirklich an was erinnern, wer sie vorher gewesen ist. Kriegen wir alles noch heraus im Laufe der Geschichte. Ansonsten, ja, wie gesagt, Yelaine hat die höchsten Blutwerte, weil sie durch einen Zauber ein Vampir der ersten Generation ist. Asgard ist ja zweite Generation. Und Wallner ist ja dadurch dritte Generation. Und somit etwas... Oh, starre Zauber, willst du mich verarschen? Ja, Asgard ist tot. Und der lebt auch gleich wieder. Da muss ich einfach nur ein bisschen abwarten. Aber dafür kriegt er keine XP. Also wenn ein Charakter tot ist, kriegt der keine XP. Wallner hat einen höheren Blutwert auf gleichem Level wie Asgard. Das ist soweit auch okay. Allerdings liegt es auch einfach daran, dass Wallner von mir sämtliche Status-Buffs bekommt. Ihr überrascht den Gegner. Geil. Können wir schon mal auch ordentlich Damage raushauen. Überraschungsmoment ist immer so ein bisschen zufällig. Manchmal passiert es, dass der Gegner uns... wie heißt, dass der Gegner hinterhältig angreift, dann hat er den ersten Schlag und dann fängt es erst an. Und wenn wir den Gegner überraschen, dann haben wir einen, dann kann jeder einmal angreifen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und in der Regel ist es so, dass wir immer den ersten Schlag haben, sprich, die Charaktere können alle so in etwa zweimal angreifen. Wallner hält 38, Level 38, okay. Es ist noch nicht Mittag. Oha. So, ich werde den Asgard vorerst mal nicht heilen. Weil ich sowieso jetzt nochmal zurück nach Lombard möchte. Und deswegen heilt er sich sowieso automatisch so ein bisschen. So, obwohl...
Ja, eine Blutheilung, das passt eigentlich. Komm, heil mal die Gruppe, Elaine. So, jetzt müssen wir diesem Wichser die Kräuter geben, dass der seine Frau nicht schlagen muss. Ich würde ihm ja am liebsten echt den Lümmel langziehen und auspeitschen, ey. Richtig schön mit so einer ganz dünnen, feinen Bambuspeitsche. Oh, das muss zwiebeln. Drecksack. Turban um Hals gewickelt, ey. Habt ihr mir schon welche besorgt? Ja, hier sind sie. Oh, wie wunderbar. Dann steht mein Festmahl ja nichts im Wege. Hier ist eure Belohnung. 800 EXP und 1000 Fehler. Geil. Und Elaine hat Level 38 erreicht. Super. Gibt's hier eigentlich noch was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier wachsen auch Kräuter, aber sind nicht die richtigen, ne? Gut, in dem Haus... Ich glaube, ich war jetzt in allen Häusern. Okay, mit den beiden habe ich gesprochen. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine Quest gibt. Ich bin mir hier gar nicht so sicher. Das ist die Kneipe. Nee, nicht. Okay. Alles klar. Hoffentlich bist du nicht so ein Arschloch. Was machen Sie in meinem Haus? Wir wollten nur ein nettes Gespräch führen. Oh, entschuldigen Sie, das ist selten, dass man einfach mein Haus betritt und mit mir ein nettes Gespräch führen will, kann ich mir vorstellen. Weil Sie so ein netter Kerl sind, verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Mein Vater hat mir erzählt, es soll einen magischen geheimen Ort in der Wüste geben. Ich habe ihn leider bisher nie gefunden, aber vielleicht haben Sie ja Glück. Mein Vater sagte damals zu mir, ich solle zuerst den nördlichsten Berg der Wüste suchen. Von dort aus sollte ich 400 Meter nach Norden... Oha! Jetzt muss ich mir was aufschreiben, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob ich das muss, aber ich will. Ich habe ganz viele von diesen kleinen Notizbüchern. Ganz viele. In sämtlichen Größen und Formen. Also hier einmal das Größe, die Größe und die Größe. Und dann nochmal DIN A5 und DIN A4. Oder DIN A5? Ja doch, DIN A5, 4 sogar am größten. Das war halt... diese zwei kleinen und das DIN A4 Ding war in einem Satz drin. Und ja, DIN A5 habe ich mir extra gekauft. Okay, nördlichster Berg. Nördlichster Berg der Wüste. Dann 400 Meter nach Norden. Damit meint er wahrscheinlich entweder viermal nach Norden und dann 700 nach Osten. Und dann 7 nach Osten. Also wahrscheinlich Schritte. Okay, oder war es doch 400 Meter Ost, 700 Nord? Irgendwas in dem Bereich. Oder doch 400 Meter West und dann Meter... Oh, ernsthaft. Verflixt. Naja, jetzt wissen Sie auch, weshalb ich diesen Ort nie gefunden habe. Trotzdem, danke. Keine Ursache. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube, hier gibt es so ein Pharaonengrab. Entschuldigt, aber ich darf nicht mit Fremden reden. Befehl von meinem Mann. Das sind ja hier Zustände. Da hast du vollkommen recht. Steht ein aktuelles Buch über die Geschichte von Lomba. Aus irgendeinem Grund kauft anscheinend König Gerald vom Schloss Tranak seine Waffen neuerdings von Lomba. Was der Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert und die Leute in Lomba so einen höheren Lebensstandard erreichen. Okay. Könnte natürlich auch Lomba ausradieren, wie die Elaine es gewollt und gewünscht hat, was durchaus immer noch nachvollziehbar ist. Dann hat er auch Probleme. Aber warum? Sind die Waffen aus Lomba etwa besser? Gefühlt eigentlich nicht, aber man weiß es nicht. Ich guck mal, vielleicht finde ich hier noch ein Geheimnis. Heilfiliole, super. Na gut, egal, kriegen wir schon hin. So, dann haben wir diesen Ort auch schon mal getriggert. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir noch Häuser finden. Hier in dem Inn waren wir schon. Oder, nee, in dem Inn waren wir noch nicht, ne?
Guten Tag, bei uns werden Sie eine traumhafte Nacht verbringen. Nein, danke, ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Wie Sie meinen, aber bei uns gibt es wirklich traumhafte Betten, völlig ohne Flöhe. Ja, das will ich auch hoffen. Ein Waschraum? Das ist eine kleine, süße Taverne. So für 2-3 Mann passt das schon. Ich muss ja sagen, ich vermisse ja das Spiel Unterwegs in Düsterburg, haben wir ja auch gespielt. Gleiches Genre, aber es hat mir immer gefallen. Es war wunderschön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Heiltrank. Ich könnte natürlich gucken, ob ich es schaffe, Nacht zu machen. Egal. So, der Wüstenwurm kommt. Red kommt Dingsbums. Kommt random. Magischer Ort, nördlichster Berg der Wüste und dann irgendwo 400 und sie irgendwie um den Dreh rum. Gucken wir einfach mal. So. Hier ist das Grab, aber ich glaube, hier brauchen wir noch gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich diesen magischen Platz finde. Ich glaube aber nicht, dass es der 400 Meter Norden und Osten oder Level 38, nördlichster Berg. Okay, ich glaube, das ist der. Wie lange? Oh, wir sind schon 36 Minuten unterwegs. Dann mache ich hier mal einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.